Also wie der Name schon sagt, Elementarteilchen. Es geht um die Frage, gibt es elementare Bausteine von der Materie? Das ist eine Frage, die sehr interessant ist. Die hat die Menschheit ja schon fast immer beschäftigt. Ja, es geht ja zurück auf die alten Griechen. Und diese Experimente werden heute durchgeführt an großen Beschleunigeranlagen. Und wir arbeiten demzufolge auch an dem Europäischen Zentrum für Elementarteilchen, für Teilchenphysik, das ist das CERN in Genf. Ich war begeistert vom CERN seit der ersten Stunde, die ich da verbracht habe. Ich hatte das große Glück, dass ich als Sommerstudent ans CERN durfte während meines Studiums. Und das hat mich regelrecht dazu gebracht, in dem Feld Teilchenphysik zu arbeiten, da meine Diplomarbeit damals zu machen. Ich war begeistert von der Fragestellung, aber auch von der Art, wie zusammengearbeitet wird, dass man in größeren Kollaborationen zielgerichtet auf das gleiche Ziel hin sehr kohärent zusammenarbeitet. Es gibt Menschen, die mich besonders geprägt haben, viele eigentlich oder einige. Ich möchte jetzt aber keinen herausgreifen. Was mich immer fasziniert hat, war die Begeisterung und die Leidenschaft, mit der die Forscher am CERN arbeiten. Davon bin ich auch infiziert worden, das liegt aber auch an dem Thema und das ist halt sehr, sehr spannend. Ich habe von verschiedenen Leuten einiges gelernt, auf verschiedenen Stationen. Jeweils andere Dinge. Begeistert war ich von Forschern am CERN, die wirklich fasziniert waren von der Forschung selber. In Deutschland habe ich auch viel gelernt von Kollegen an Hochschulen, die einem auch vermitteln konnten, wie man ein guter Hochschullehrer ist, wie man Forschung und Lehre verbindet. Ja. Ja, man kann sich ja an die Laudatio der DBG halten. Es steht drin, für meine Beiträge zur Entdeckung des Higgs-Teilchens. Und ja, die Beiträge, wie man auch lesen kann, die erstrecken sich ja über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren. Ich war also seit der ersten Stunde dabei an dem Aufbau dieser Experimente, speziell des Atlas-Experiments jetzt. Habe also viele Arbeiten geleistet am Detektorbau selber oder auch an der Konzeption des Detektors, an Simulationsstudien. Man muss sich ja auch überzeugen, dass der Detektor, den man baut, in der Lage sein wird, die Fragestellungen, zum Beispiel die Existenz des Higgs-Teilchens, zu untersuchen und dann auch für Beiträge zur Entwicklung von Analysemethoden, wie man das Higgs dann nachweist, zum Beispiel über den Zerfall in Ws oder auch die Vektorbosonfusion. Das Higgs-Boson ist sozusagen ein Anregungszustand des Higgs-Feldes. Das Higgs-Feld ist eingeführt worden von Theoretikern vor etwa 50 Jahren, 1964, in die Theorie, weil man das Dilemma hatte, dass man die Masse von Elementarteilchen erklären muss. Und das musste man in Verbindung bringen, die Masse der Elementarteilchen, mit den existierenden Quantenfeldtheorien. Und diese Quantenfeldtheorien, aufgrund ihrer schönen Symmetrie, lassen eigentlich keine Massenterme für Elementarteilchen zu. Also musste man das Problem der Masse, wie das oft genannt wird, anders lösen. Und die Idee von Theoretikern wie Braut, Englert, Higgs war, dass man ein neues Teilchenfeld postuliert und durch die Wechselwirkung von den Elementarteilchen mit diesem Feld erhalten die Elementarteilchen ihre Masse. Das ist kurz gesagt, was man sich unter dem Higgs-Teilchen oder Higgs-Feld vorstellen kann. Also da möchte ich sagen, der Steckbrief, wie man das Higgs-Teilchen sucht, der ist seit langem geschrieben, eigentlich seit 1964, seit der Postulat der Theorie. Man hat an Vorgängerbeschleunigern gesucht, zum Beispiel an dem Beschleuniger LEP, der in den 90er Jahren betrieben worden ist am CERN. Und schlichtweg hat die Energie nicht ausgereicht, um dieses Teilchen zu produzieren. Wir wissen ja jetzt, es hat eine Masse von 125 GeV
Und bei LEP musste man diese Masse zusammen mit der Masse des Z-Bosons erzeugen. Und das lag jenseits der Schwerpunktsenergie dieses Beschleunigers. LHC ist schon von Anfang an eigentlich konzipiert worden, dass man einen großen Energiebereich abdecken kann, und zwar den gesamten Energiebereich, in dem das Higgs plausibel liegen kann. Ja, es gibt zwar keine Vorhersage von der Theorie für die Masse des Higgs-Teilchens, aber man wusste schon immer oder schon länger, dass es leichter sein muss als etwa 1000 Gigaelektronenvolt. Und diesen Bereich hat der LHC abdecken können. Ja, es hat sich rumgesprochen, dass ich da auch meinen Anteil habe. Ja, das ist eine Ausschreibung gewesen, also ein Wettbewerb innerhalb der Kollaboration, dass man sich überlegt, wie nennen wir uns denn als Kollaboration. Und da war jeder aufgerufen, Vorschläge zu machen. Und ich hatte mich irgendwann, zu der Zeit war ich in München, getroffen mit zwei Münchner Kollegen in der damaligen Aleph-Gruppe. Das war Dave Braun, der heute in Hamburg arbeitet, Entschuldigung, Dave Braun, der heute in den USA am Slack arbeitet, und Andreas Schwarz, der heute in Hamburg arbeitet. Und da haben wir uns überlegt, es müsste mit A anfangen, damit man im Alphabet vorne steht und damit als Erster auf der Konferenz reden kann. Und es ist immer schön, wenn es etwas mit der griechischen Mythologie zu tun hat. Und irgendwann kamen wir dann auf Atlas. Ja? Und was mir so gut gefallen hat, das Bild, wo Atlas die Weltkugel trägt. Ja, das ist sehr aussagekräftig. Und dann haben wir den Vorschlag noch eingebracht. Und es war aber eigentlich schon zu spät. Es war nach der Deadline, wie man so schön sagt. Und ich konnte dann aber Herrn Düdak, einer der Spokesperson, und auch Herrn Jenny relativ schnell überzeugen, dass man diese Nominierung noch mit betrachtet. Und sie hat sich dann tatsächlich durchgesetzt.